3000, 4000, 5000 Exemplare zeigt die Zähluhr an der Rotationspresse der Abendzeitung. Und während das Stimmungsbarometer beim 12. Nachkriegspressefest im Deutschen Theater nach oben rutscht, schwitzen die Setzer mit Töre und Rotationer, damit die Mitternachtszeitung wieder pünktlich im Ballsaal erscheint und die prominenten Gäste lesen und im Lichtbild bestaunen können, was sie 2 Stunden vorher für ein Gesicht gemacht haben. Mitten auf Seite 3, zweispaltig, Maxe Schmeling, auch heuer wieder aus Hamburg angereist. In attraktiver Umgebung, von einer Spezialkamera aufs Blatt Papier gebannt. Selbst der rekordverwöhnte Sportler war von diesem journalistischen Rekord beeindruckt. Drei Tische weiter bemüht sich indes Anneliese Fleyen-Schmidt um ein Gespräch mit Rudolf Hanauer, dem Chef des Bayerischen Landtags. Wie wird man eigentlich Schirmherr des Presseballes? Das würde mich interessieren. Ganz einfach. Sie müssen Präsident des Bayerischen Landtags sein, mit der Presse auf gutem Fuß stehen. Ein Schirm ist nicht unbedingt notwendig, auch wenn es regnet. Ganz einfach. Sie haben völlig recht. Völlig einfach. Machen Sie es nach. Dankeschön. Im Blitzlicht der Münchner Pressefotografen Wirtschaftsminister Dr. Otto Schädel und fast ein politischer Irrläufer in diesem Kreis Tovarisch Sergejew, der Presseattaché der sowjetischen Botschaft in Bonn. Den britischen Generalkonsul brachte das nicht aus der Fassung. Auch Walter Stein trägt die Überraschung gefasst, angesichts zu viel entzückender Weiblichkeit. In bester Laune trafen wir den Minister Doppel. Entschuldigung, Herr Minister, sind Sie eigentlich mit dem eigenen Wagen heute Abend zum Pressefest gefahren? Nein. Ich bin mit meinem Chauffeur da. Bin auch schon reichlich echauffiert, aber ich... Ich möchte auch wegen der 0,8 Promille mich selber verhaften müssen. Das war natürlich ein ministerielles Wort, dem ist nichts hinzuzufügen. Quasi als Hausherr freut sich Ernst Müller-Meiningen über die festliche und gelöste Atmosphäre. Herr Müller-Meiningen, Sie sehen wohl so beengt aus. Macht das die Presse heute Abend? Nein. Ja, ich bin ganz unbeengt. Ich habe nämlich Kragen Nummer 40 an und von Haus aus 38. War verwechselt worden, können Sie sich vorstellen. Aber es war eine kleine 40er-Nummer. Seit 80 Jahren gibt es in München bereits das Pressefest. Es ist einer der gesellschaftlichen Höhepunkte der bayerischen Faschingssaison. Den gestrigen Abend lobten die Politiker und angesehenen Publizisten aus der gesamten Bundesrepublik als besonders gelungenes Fest. Münchens OB Dr. Vogel. Es gab die traditionelle Tombola. Der Erlös des Festes wird auch heuer wieder bedürftigen Journalisten und ihren Angehörigen zufließen. Jedes Jahr wieder Presseball, das sieht fast nach Erpressung aus. Das ist keine Erpressung, ich mag's gern. Na, Kunststück, bei der Presse. Und wer wird jetzt geblitzt? Staatssekretär Juncker. Das Wort hat der Marschall des Münchner Faschingshofstaates. Unsere Ente hier ist ein Vertreter der GFZE, der Gewerkschaft für Zeitungsenten, die sich immer wieder beschweren, dass sie so oft im Druck sind. Unser Dagi, so heißt unsere Ente, möchte laut verkünden, dass dieses der Fall ist. Jetzt sollte die Ente schnattern. Hoffentlich schnattert sie. Jawohl, sehr gut. Frau Krone-Sembach, Entschuldigung, jetzt muss ich Sie vom Fach fragen. Welche Enten sind Ihnen nun lieber, die Zeitungsenten oder die lebenden Enten? Erfahrung habe ich nur mit lebenden Enten. Und da hoffentlich nur gute? Die besten. Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie nie Erfahrung mit Zeitungsenten haben. Ich hoffe es auch. Dankeschön. Wenig später fanden wir Peter Karstens bereits in vorgerückter Verfassung. Schwer ist der Druck der Presse. Wenn die Auslese immer so ist wie heute Abend, dann bleiben wir bei dem Jager. Na dann Prost. Prost. Also Karl Nützel und Kurt Wessel zusammen, das wird natürlich der Schlusskommentar des heutigen Abends. Hm? Unter uns gesagt, meine liebe Anneliese Fleinschmidt, so fragt man Leute aus. Ist ja mein Beruf, Herr Wessel. Meiner auch, deswegen Karl Nützel, bitte, was sagen Sie? Unter uns geklagt und damit Schluss. Unter uns geklagt? Geklagt. So traurig? Nein, dann würde ich sagen, dann lieber Prost. Dann Prost. Worüber Karl Nützel wohl zu klagen hatte, bestimmt nicht über das Ballett des Theaters am Gärtnerplatz.